Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hitman. Codename 47, Folge 4. Letztes Mal haben wir hart versagt, wirklich hart versagt. Wenigstens sind wir ein bisschen weitergekommen. Das ist auch ein bisschen buggy, das Spiel, muss man dazu sagen. Aber gut. So, ich werde mich jetzt einfach mal so in den Weg stellen von der Limousine. Ich weiß nicht, was passiert. War mal so ein kleiner Gedanke. Vielleicht sterbe ich auch einfach. Piep, 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 genau. So. Klar, fährt mich um. Toll. So, ja, das war's mit dem Plan. Ich versuche jetzt aber den Chauffeur zu töten, ist auch so eine Idee von mir gewesen. Einfach den Chauffeur abmurksen. Der müsste ja dann gleich hier rauskommen, wo ich bin. Könnte ich dann mit meiner Klavierseite erwürgen, wenn ich denn nicht gesichtet werde. Dann kann ich mich als Chauffeur verkleiden. Und dann die Autobombe anbringen, weil ich ja Chauffeur bin, kann ich auch ins Auto gehen. So viel zu meiner These. Ob die Ausführung stimmt, weiß ich ja nicht. Sehen wir ja gleich. So, letzte Folgen waren ein bisschen lang. Ich hoffe, die mache ich jetzt 15 Minuten lang. Hoffe ich zumindest, dass ich das schaffe. Ja. So. Ja. Mach nur. Nee, oder? Der brunst hier rein. Aha. Das hätte ich vielleicht einfach abwarten sollen, ne? So, Kleidung nehmen. Wegziehen. Ich mal rein mit ihm hier. Jetzt ist er weg. Hahaha. Jetzt bin ich Chauffeur. Das ist das Ziel. Da hätte ich einfach... Ich mache mir immer meine eigenen Pläne, aber ich habe nicht darauf bedacht, dass mein Zeug ja... ich meine, was ich denke, ist ja in der Neuzeit und da sind meistens mehrere Wege da. Problem dabei ist dann einfach, dass ich denke, dass es mehrere Wege gibt. Servus, ja, ich bin der Chauffeur, ne? Du mach mal einfach... Nee, ich mach nichts. Du, ich gehe einfach hier rein und dann... Ne, dann mache ich hier mal so Bombe platzieren und so. Ich meine, ich bin ja Chauffeur. Ich darf doch dann rein, ne? Das ist ja okay. Piep, ja. Ich habe nur hier Lenkrad und so, Kupplung überprüft. Ist alles in Ordnung. Können wir weiterfahren dann, ne? Also, ist alles super. So, ja. Zielperson verlässt Restaurant. Ja, ist schön. Ich wink dann mal so. Ach, hi, ja, Konnichiwa, ne? Obwohl, nee, wir sind hier, doch, Hongkong. Mann, ich weiß immer nicht, wo Hongkong ist. Idiot. China war's. Dann Nihao. So. Schaut mich doch nicht so an, ich bin der Chauffeur. Ich weiß, ich sollte fahren, aber... So, eigentlich müsste ich jetzt sterben, wenn ich jetzt den Knopf drücke. Wieso kommst du jetzt zu mir? Hey, der Typ stinkt doch. Er ist nicht der Fahrer. Weapon, watch out! He's packing! Was? Konntest du das jetzt Wie konnte er das jetzt wissen? Naja. Oh! Ihr wascht. Der müsste jetzt eigentlich tot sein, der Kerl. Ich bin nicht der Fahrer. Ich stinke. Sind... Was? Wieso? Hä? Wieso ist die... Ich hab doch gerade... Ich muss es nicht verstehen, oder? Hey, you. This guy is loaded. Nein! Nein, komm schon, was soll der Scheiß? Nee, oder? Ich hab schon vorhin so hart versagt. Escape. Das kann's nicht sein. Ich meine, ich hatte's jetzt wirklich ziemlich weit, nur ich hätte einfach weggehen sollen. Ich bin nicht der Fahrer. Das haben sie erkannt. Und was soll ich jetzt machen dann?
Wenn sie wissen, dass ich nicht der Fahrer bin, was soll ich dann, was kann ich dann noch machen? Ich warte jetzt einfach hier auf den Fahrer, bis er da pinkelt. Es dauert ein bisschen. So lange denke ich jetzt mal darüber nach. Also, Fahrer geht dahin, pinkelt. Ich erwürge ihn, nehme seine Kleidung, platziere Bombe. Am besten gehe ich dann einfach weg. Weil, wenn ich weggehe, dann sehen sie auch nicht, dass ich irgendwie stinke oder sowas. Und dann fahren sie vielleicht von selber weg. Aber der muss irgendwie auch leben, der Chauffeur. Also, wenn sie einsteigen, dann mache ich Puff einfach. Dann sind sie ja tot normalerweise. Habe ich auch gerade gemacht, dann hat es nicht funktioniert. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen seltsam. Einerseits verstehe ich es ja, aber einerseits auch nicht. So, sie ist im Restaurant. Ja, ja, das weiß ich ja. So, ich kill jetzt gleich den Chauffeur. So. So, ich glaube, der hoffentlich hält der Zivilist seine Fresse. Dann Beretta nehme ich gleich mal mit. Den ziehe ich dann weg hier. So, rein mit dir. Deckel geht nicht zu. Halfter. So, dann gehen wir mal so. Nehmen wir schön die Autobombe. Ja, 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 ich bin hier Chauffeur. Alles super, alles super. Du musst mich gar nicht angucken. Was guckst du mich so an? Hilfe, der guckt mich so schrecklich an. Der guckt mich nur an, das ist... Der schöpft Verdacht, ich spür's doch. Der schöpft Verdacht. Dass ich nicht der Chauffeur bin. Das ist nicht gut. So, ich versuch's jetzt nochmal. So. Jetzt aber... So, jetzt gehe ich wieder. Zieh mich wieder um. Bin wieder der Hitman. Jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Denn als Chauffeur kann ich ja nicht anerkannt werden, weil ich ja keiner bin. Ich bin ja hier. Ja, servus. Grüß Gott. Ich bin's, der Hitman. Servus, ne? Ich darf mich nicht so schnell bewegen, glaube ich. So. Die sind drin. Wann fahren sie denn los? Die können gar nicht losfahren, glaube ich. Nein. Nein. Guckt schon wieder zu mir. Ich ahn's doch. Sehr seltsam irgendwie. So, hier renne ich mal kurz. Jetzt bewegt sich das Auto. So, ich verstecke mich hier hinten. Und zünde fern. Bam! Jetzt ist aber im Arsch, ey. Also, wenn es jetzt nicht hundertprozentig war, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht. So, jetzt mein zweites Ziel ist, alle Blauen töten. So, erledigt, eliminieren Sie alle Mitglieder der Blue Lotus. Genau, das mache ich jetzt mit der Sniper, die da hinten liegt. Fand ich jetzt eine gute Idee, von vorhin auch. Immer diese Wege, die sind ziemlich uneben, aber ich glaube, das soll hier so zur Stimmung passen. So. Habe ich eigentlich das Magazin genommen? Ja, habe ich glaube ich schon. So, komm schon. Pam. Ich bin einfach zu weit weg. Ich habe nur eine... Was? Wieso habe ich nur eine... Ding? Kann ja nicht sein. Ich wollte aber cooler machen, aber es ging einfach nicht.
Soll ich ihm die Beretta? Oh, das war Zivilist. Nein! Ich habe einen Zivilisten getötet. Einer hat einen anderen abgeknallt, ist auch geil. So, ich versuche jetzt einfach. So, komm. Nein! Niemand tötet mich. Unbestraft. Ah! Nein, 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 nein! Okay, die roten habe ich jetzt. Wieso steht die Limo wieder ganz da? Verstehe ich nicht. Ah ja, stimmt, weil das Level neu geladen hat. Naja, das sind nur kleine Fehler. Have mercy. Habe ich jetzt alles erledigt eigentlich so? Oder sind noch blaue da? Erledigt, erledigt. Jetzt kann ich gehen. Na endlich. Gott sei Dank, hey, habe ich ewig gebraucht für den Scheiß. Ach ja. Ist das nicht schön? Erledigt, erledigt. Honorar. Bla bla bla. Massaker am Fischrestaurant. Jo. Die Ermordung des Bruders des Blue Lotus Anführers hat zu einem offenen Bandenkrieg geführt. Da die Polizei von beiden Seiten geschmiert wird, ist sie über die derzeitige Situation außerordentlich beunruhigt. Der Polizeichef hat daher die Anführer beider Triaden aufgefordert, einen Waffenstillstand zu vereinbaren. Das Treffen findet auf neutralem Boden in einem kleinen Fischrestaurant statt. Seien Sie dort, wenn Sie Erfolg haben, gehört Li Hong Ihnen, Diana Burnwood, Controller, die Agentur. So, und da die letzten Folgen eine halbe Stunde und 20 Minuten oder so waren, mache ich die jetzt mal so 10 Minuten. Oder wie viel sind es auch schon sind? 11 oder 12? Sehen wir dann auf jeden Fall. Habt Verständnis dafür und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dankeschön. Ciao.